So, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cards Against Menschlichkeit, ne? Mit mir und der gesamten Sackpfeifen-Crew, so mehr oder weniger. Und ja, mal sehen, was das Spiel heute zu bieten hat. Ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Dritten Weltkrieg kämpfen wird, aber im Vierten wird man mit Pum-Pum-Pum kämpfen. Okay. Kugels, der Scooter weiß genau, was er hat. Ich weiß auch nicht, wenn der Vierte hier dann so der vom anderen Ufer ist, die werfen damit ganz gut. Der kann nicht. Ne, den brauchen wir auch nicht. Ich glaube, die Karte, die ist ganz gut. Oder die? Ach, komm hier, ich nehm die. Was soll's? Okay, also. Ich habe ja keine Ahnung von Waffen sowieso nicht und vom Dritten Weltkrieg erst recht nicht. Den hatten wir noch nicht. Kommt vielleicht noch, je nachdem, wie die Wahl jetzt ausfällt in den USA. Aber im Vierten Weltkrieg wird man mit hochqualitativen Content kämpfen. Ja, gut. Ich glaube, ja. Der Kanal nicht mit dabei sein. Ja, nein. Das kommt ja richtig. Also, durch. Ja, nein. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Dritten Weltkrieg kämpfen wird, aber im Vierten wird man mit Kegel kämpfen. Das ist uns Loopy. Der Chip hat sehr schnell eingeloggt. Das stimmt. So. Higgins hat mir aber verraten, dass er tatsächlich weiß, mit was man im Vierten Weltkrieg kämpfen wird. Nämlich mit Fettfleisch. So gut. Okay. Reiner Kalikalbund. Ja. Der hat doch abgenommen, oder? Ja, ja, aber trotzdem. Okay. Also, ich habe keine Ahnung, mit welchen Waffen man im Vierten Weltkrieg kämpfen wird, aber im Vierten wird man mit Maisfleisch bekämpfen. Oh! Ich. Oh! Alles gut. Nee, Higgins hat Kegel geschrieben. Ich glaub, Verdammigkeit. Ja, weil er ja schon nicht mal richtig da ist. Oh. Alexa. Punkt, Punkt, Punkt. Wollen wir eine andere Karte nehmen? Also irgendwie. Okay, mir ist ganz egal. Also, das finde ich gut. Nee. Ich brauche was tatsächlich für. Wir finden die gut. Also, ich werde dafür, dass wir weitermachen. Mir ist egal. Ein weiter, ein egal, zwei, die es gut finden. Dann machen wir, oder? Ja. Na gut. Also? Ja, die Karte bleibt. Okay. Gut. Alexa, Melly sagt dazu, wissen Löwen, dass es Haie gibt? Okay. Higgins meint dazu, halt die Fresse oder ich reiß dir die Kabel aus und da läuft olle Elektronudel. Ach, geht tatsächlich um diese Alexa, okay. Und Kegel meint, kaufe 6-jährige schwarze jüdische Mädchen aus Indien, unverheiratet und knackfrisch. Okay. Und King Queen Free meint, Alexa, 72 Jungfrauen. Das von dem, das mit dem 6-jährigen schwarzen jüdischen Mädchen, das ist garantiert von Higgins. Nein.
Das finde ich gut. Danke. Kegel, ja. Sie hat das geschrieben mit diesem. Okay. Oh, selbst geschrieben. Oh. Damn. Ah, Gronkh hat einen neuen Perk freigeschaltet, mit dem er. Weiß jeder, was ein Perk ist? Nee. Ja. Das ist doch hier von Dead by Daylight, ja? Ja. Yeah. Genau. Eine Eigenschaft quasi. Oder. Mhm. Ja, sowas Ähnliches halt. Das muss aus. Mit dem R, da fällt mir irgendwas dahinter noch. Ach komm, scheiß es drauf. Ja, die kann auch weg. Ein bisschen aufräumen hier bei den Karten. Das ist ja gar nichts. So, Gronkh hat also einen neuen Perk freigeschaltet. Und Higgins mahnt, dass der sterben ist. Kegel wiederum mahnt, dass der neue Perk einem Roboter Liebe beibringen ist. Dann die Pri denkt, dass der neue Perk vom Gronkh. Ich hatte meine Momente, aber in diesem Moment ist mir einfach nichts Passendes eingefallen. Und Sloopy mahnt, dass der neue Perk vom Gronkh einem Kind Süßigkeiten wegnehmen. Hashtag Pan. Ist auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Ist der Grund, warum die Folge schon wieder so kurz ist? Ich habe jetzt hier eine Karte, wo Show Image drauf steht. Und wenn ich das Foto öffne, da ist bei mir nur so ein kleines Zeichen oben in der Ecke, wo ein zerrissenes Papier angezeigt wird. Ja. Dann funktioniert das nicht. Fail. Ach, hier von Instagram. Ja gut, Instagram habe ich. Warum ist die Folge von Kegel schon wieder so kurz? Ja. Ach, hier komm. So. Pri sagt, Freundschaft Plus ist der Grund, warum Kegel seine Videos zu kurz sind. Aha, Kegel, aha. Sloopy sagt, Crystal Man ist der Grund, warum Kegel seine Videos zu kurz sind. Dann haben wir die Melli, die sagt, dass Vanessas abgefahrener Penis der Grund sind, warum Kekis Videos so kurz sind. Grüße gehen raus. Und wer fehlt noch? Der Kegel selber behauptet, dass mein Arschloch ist fast so sauer wie Dieselautos von VW. Nur das Software-Update fehlt noch. Der Grund ist, warum seine Videos so kurz sind. Yay! Oh, Melli hat schon zwei. Mhm. Oh, oh mein Gott! Gott. Ui! Plus, gleich, Oh Gott, mir schwant Böses. Oh Gott! Oh ja, da kann man jetzt austoben, ne? Mir schwant Böses. Oh mein Gott. Hä, jetzt ist Kenza dazu gekommen? Jo. Okay.
könnte ja auch noch mal ein bisschen rangehen hier, ne? So, ach, jetzt müssen wir da. Na gut, besser geht's nicht. Also, die gute Pri sagt: Tobis riesiger Penis plus unter Currys Bettdecke ist gleich Curry, der jeden Tag übt. Der übt ihn. Oh Gott. Oh Gott, wie passend. Okay. Ja, dann als nächstes haben wir Sloopy. Der sagt: Kegel plus Pri. Aha. Oh Gott. Gleich Shoto. Ja. Ja. Oh mein Gott! Definitiv nicht, nein. Melli sagt: Tobis Wrestlingkammer plus eine gemischte Titte für 1 Euro gleich Tobis Videos. Jawohl. Passt sehr gut. Higgins meint aber Kinder mit Arschkrebs. Plus CDU? Oh Gott. Gleich Trump oder was? Nee, Angela Merkel, okay. Na, war aber auf dem richtigen Weg. Das war gut vorhergesagt von dir. So, und Kenzer meint dann noch, die eigene Kotze rektal einführen plus ein fetter Ernährungsberater gleich Ibims 1 Terminator. Nee, hier komm, weil das so gut gepasst hat. Ja, okay. Hier, Sloopy! Was soll das? Du kleine ne? So, während des Sex mag ich es über Hupen nachzudenken. Oh Gott! Ja. Wir stecken alle ganz tief drin. Oh, Alter, wenn ich die Karte nehme, das kommt so falsch rüber. Du weißt, dir kommt alles falsch rüber. Alter. Spielersuche. Das könnte ich auch nehmen. Das passt jetzt gerade zu viel, das ist scheiße. Bei mir irgendwie. So, Vanessa ist jetzt auch dabei. Mensch, langsam wird es aber zu viel hier. Meine Güte. Ja. Es ist, Ladies and Gentlemen, ach komm, ich weiß, dass das falsch rüberkommt, aber hier kommt es ist. Kegel, hier kommt alles falsch rüber. Ja, wegen dem schwarzen Humor und das ist gerade das Problem, was ich habe. Ich habe kein Problem mit schwarzem Humor. Ey, meine Antwort, das ist so eklig. Die YouTuber, schaut mal, was Kenzer geschrieben hat. Ladies and Gentlemen, während des Sets mag Sloopy es über ein Baby als Dildo benutzen nachzudenken. Boah. Alter. Ich glaube, das war Kegels Antwort. Nee, aber das ist so in dem Bereich, wo ich sage, das kommt dahin, wo ich, also wo meine Antwort ist. Also ja. Also, während des Sex mag Melli es über Tobis Beauty Palace nachzudenken. Dann hätten wir noch Higgins. Higgins mag es während des Sex über Überkompensation nachzudenken. Mhm. Ja. Kenza mag es während des Sex über Bibi's Song How It Is Wap Wap nachzudenken. Das ist schon eher gruselig. Sag mal, kann man da überhaupt noch hart also, bleiben bei? Ich sag mal so, wie gut, dass ich diesen Song nicht kenne und zweitens, was ist das für ein Schwachsinn? So. Es ist immer Zeit, dass du den kennenlernst. Oh, Gott, nein, das war nicht. Ich ja. Während des Sex mag Kegel es über Kleinkinder frisch serviert nachzudenken. Das ist von Kegel. Ja, lecker. So, und Vanessa mag es während des Sex über 10 bis 12-Jährige nachzudenken. Ja, komm. Das war so krank. Komm mal nicht drin. Alter.
Oh, ich habe schon. Bei mir werden diese Image-Dinger gar nicht angezeigt. Was soll denn das? Ach, scheiße, was drauf. So. Ja, Sloopy. Hallo. Okay, das gehört. Oh, schnell, zap. Sorry. Ja. Im Malunterricht in der Grundschule malte der kleine Kevin aus Kleve immer Punkt, Punkt, Punkt mit hübschen Punkt, Punkt, Punkt. Oh Gott. Was liegt gerade zu hören? Also ich habe dich gerade nicht gehört. Achso, ich dachte, wenn YouTube abspielt, dann kannst du das hören, okay? Dann geht das Mikrofon, alles klar. Alles wartet auf Higgins und Sie. Alles wartet auf Higgins. Der wahrscheinlich gerade wieder ein Glas Wein trinkt. Nein. So, im Malunterricht in der Grundschule. Warte, der kleine Klee, also Melli meint, dass der kleine Kleve immer straight oder Kleve mit Frauenwahlrecht malt. Okay. Und Higgins meint, dass der kleine Kleve immer. Der kleine Kevin aus Kleve, Mensch! Lest doch mal der richtig! Der kleine Kevin aus Kleve immer Grog, den griechischen Göttergelon mit Katzenfraß malt. Okay. Kenzer meint, dass Kevin aus Kleve immer so einen richtigen Kevin mit hübschen Tobi aus dem Armaturwestler malt. So, waren wir jetzt? 1, 2, 3, 4, Kegel. Kegel meint, dass Kevin aus Kleve immer Känzer mit hübschen Melonen malt. Geil! Geil. Ja. So, hier Vanessa meint, dass der kleine Kevin aus Kleve immer Kannibal mit hübschen Großzehketten malt. Und die liebe Pri meint, dass Kevin aus Lebe immer fliegende Sexschlangen mit Mikropenissen malt. Was ist denn das? Pri wieder, okay? Unmöglich. Bilder, ein Haiku. Oh, das hatten wir schon mal, warte mal. Das ist ein Haiku, achso. So muss ich sagen, diese Runde ist Folge 17. Okay. Was sind die Sachen? Wird hier irgendwann das. Also, ich habe. Wie ist Fußquad? Nehmen wir mal das? Ja. Okay. Punkt, Punkt, Punkt wird irgendwann das Habeas Corpus zerstören. Wir wissen ja, was es war. Also, was HWSQ ist, weiß ich. Vor allem ist es doppelt gemoppelt, weil das SQ steht ja für Squad. Da steht also ja, das Horizon Squad Squad. Ja. Ach komm. Okay. Also, wir sind sich alle, glaube ich, einig, dass irgendwann HWSQ zerstört wird. Cancer meint, dass wegen Rechtschreibfehler in YouTube-Kommentaren passiert. Higgins sagt, dass HWSQ zerstört wird durch seine Mutter oder deine Mutter. Deine Mutter!
Kegel sagt, dass Javiers Kuh irgendwann durch Hitler zerstört wird. Kameraden! Brie sagt, dass Javiers Kuh durch Dickpics an kleine 10-12-Jährigen Zief! Da fehlt ein Ö! Zief! Schwieriges. Das war Higgins. Sloopy-Mann, das habe ich es cool durch. Ich habe alles vorher angekündigt, zerstört wird. Und Vanessa sagt, dass mehr Views dank Busen habe ich es cool zerstört. Hashtag Pandoria! Oh, schön. Ich muss einfach nehmen, aber ich mich schlecht fühle, aber. Alter! Das ist von ihm. Ich muss einfach nehmen. Ah, ich bin wieder da. In seiner Kindheit hatte Kong ein großes Vorbild, nämlich. So, bin gleich wieder da, kleinen Moment. Einmal kurz kacken. Wow. Oh. Einfach YouTube drauf jetzt. Jetzt können wir sein Videopack raushauen. Jetzt können wir Scheiße labern. Wir müssen erst eine Musik abspielen, ganz laut, dann wirst du demonetarisiert. Ja. Mhm. Ich habe gerade den Webset abgespielt, aber kann man wohl nicht hören. Aber nee, was bei der Größe ist, ist egal, da interessiert so, das nicht. So, bin wieder da. In seiner Kindheit hatte Kronk ein großes Vorbild. Kenzer sagt, Baby Beauty Place. Okay. Ebenso hatte Kronk ein großes Vorbild, laut Kegel, nämlich erotische Harry Potter Geschichten. Mhm. Kronk weiteres Vorbild in seiner Kindheit war laut Vanessa ein Pantomime, der einen Schlaganfall hat. Prie meint, Kronk hatte als Vorbild in seiner Kindheit Religionslehrerin. Dann das Lubi meint, der Kronk hatte ganz deutlich in seiner Kindheit sein Vorbild in ein Russe, der nicht schwulfeindlich ist. Kein Wodka trinkt und keine, was gerne Pussy Riot hört. Okay. Muss man nicht kennen, oder? Keine Ahnung. Dann Melly, die sagt, Kongs Vorbild in seiner Kindheit war bei chefkoch.de unter jedes vegane Rezept schreiben. Ja, ich hab noch Haarfleisch dran gemacht. Da war's lecker. Oh mein Gott. Der ist gut und der ist gut. Der ist gut und der ist gut. Ja, Pri hat gewonnen. Jetzt wollen. Hätte ich doch Kenzers nehmen sollen. Ey, ich hätte fix Religionslehrerin genommen. So geil. Na gut. So, dann haben wir die Folge fertig gekriegt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen bei diesen tollen Antworten, die mal wieder gegeben wurden. Und ja, Pri mal stinkt. Gucken, was die nächsten Folgen dann noch so bringen wird, ne? Also Leute, bis denn, macht's gut. Ciao. Was? Ja, was Kenzer gerade geschrieben hat, rechts am Rand, Kegel ist Kacke. War das da drauf jetzt? Die Aufnahme läuft noch. Tschüss, okay. Tschüss, Kegel ist natürlich nicht Kacke, es hat nur Kenzer so aus Gag geschrieben. Ich will raus, naja, heute. Das, naja gut, das ist egal. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.